Hola amigos, wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns gerade nicht in Deutschland, sondern in Argentinien, genauer gesagt Buenos Aires. Und wir werden uns jetzt heute mit einem Thema beschäftigen, was sehr viele Leute interessiert, nämlich, ja, in Argentinien, da gibt es doch jetzt seit einem Monat diesen libertären Präsidenten, Javier Milei. Und was ist jetzt überhaupt passiert nach einem Monat, ja? Ich werde aber noch ein paar Sachen zu Argentinien allgemein sagen, dass man das Ganze in so einem holistischeren Bild beurteilen kann. Natürlich, die Kernfrage ist jetzt gut, ist Argentinien jetzt quasi so ein anarchokapitalistisches Paradies, wo jeder mit Bitcoin bezahlt oder wo das ganze Land jetzt einfach an BlackRock verscherbelt und man verkauft das Ganze als Kapitalismus sozusagen. Das ist das, worauf wir heute eingehen werden. Ja, und bevor es damit losgeht, kann es auf jeden Fall nicht schaden, wenn du mein vorheriges Video zu Milei geschaut hast. Das habe ich kurz vor dem Amtseintritt gemacht, wo ich halt ja quasi Erwartungen aufgestellt habe und halt ja analysiert habe, was er selber so an Reformvorschlägen gemacht hat. Und ja, es wäre auf jeden Fall ganz gut, wenn du dir das vorher anguckst, weil dann kannst du das besser beurteilen, was hat er gesagt, was hat er gemacht und was ist jetzt die Situation nach einem Monat. Das erste und offensichtlichste ist natürlich, das Wetter in Argentinien ist sehr gut, fast schon zu gut. Es ist sehr warm, die Sonne knallt und vielen Locals ist es im Januar in Buenos Aires auch zu warm, weshalb viele der Porteños dann auch wegfahren. Also in die Berge, weiter runter, Patagonien und so weiter, was ich selber gar nicht wusste. Ein anderer Punkt, der vielen Leuten in Europa wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist: Argentinien hat eine wahnsinnige Bürokratie und zwar auch noch mit sehr vielen schönen Papierformularen, ja, die dann von zig Leuten gegengezeichnet werden. Und da arbeiten dann auch immer sehr, sehr viele Leute. Ja, das ist Beschäftigungstherapie, wie wir das auch aus Deutschland kennen, nur halt nochmal in einem ganz anderen Ausmaß, weil die Löhne halt geringer sind. Die Infrastruktur ist oft ziemlicher Schrott. Besonders bemerkt habe ich das bei meiner allerersten Busfahrt im Land, wo ich ja, mit kleinen Bewegungen die Scheibe quasi aus dem Bus rausdrücken konnte. Ist natürlich gut für so einen kleinen Luftzug, den man dann kriegt bei den heißen Temperaturen. Kann aber auch schlecht enden, wenn der Bus mal voll ist, in eine scharfe Kurve geht und man dann halt mit der Scheibe aus dem Bus fliegt. Und ja, tatsächlich wird der Bus deshalb auch öfters von, ich sag mal, Reisenden mit mehr Kohle gemieden und genießt auch in Argentinien einen ziemlich schlechten Ruf, dass die Busse generell auch ziemlich gefährlich sind und die Federung halt auch nicht vorhanden ist. Und ja, da gab es wohl des Öfteren schon einige Zwischenfälle und das nur bei den Bussen. Über die Metro kann ich bis jetzt nicht viel Schlechtes sagen, aber ich glaube, die Langstreckenzugfahrten sind auch sehr abenteuerlich und die Infrastruktur ist kompletter Schrott. Fairerweise muss man hier aber auch den Preis in Relation setzen, denn mit weniger als 10 Euro Cent pro Fahrt ist Bus und Metro somit auch ziemlich günstig und im geschenkten Gaul schaut man bekanntlich ja nicht ins Maul. Ansonsten hat man viel sichtbare Armut, ja, das habe ich besonders am Bahnhofsviertel gemerkt, wo es teilweise wirklich sehr gruselig wird, da alleine als so ein Deutscher rumzulaufen. Ansonsten hat Buenos Aires aber auch relativ hohe Kriminalitätsraten und ja, man sollte schon auf sein Zeug aufpassen. Das kommt durchaus mal vor, dass Leute ausgeraubt werden. Tagsüber ist das eher selten. Aber wenn man nachts alleine rumläuft, nach dem Feiern in irgendwelchen Seitenstraßen, am besten auch noch angetrunken und alleine, dann kann es durchaus mal passieren, dass man da ausgeräumt wird. Ansonsten gibt es hier in der Großstadt auch viele Bettler und auch penetrante Hustler. An sich sind die Leute aber recht freundlich. Es hat mich außerdem noch überrascht, wie viele Obdachlose es hier gibt und dass es vor allem, ja, sehr junge Leute sind. Des Weiteren habe ich bemerkt, dass Importprodukte eher teuer sind, was ja auch logisch ist, weil die ja in Devisen gehandelt werden quasi und dann im Peso umgerechnet werden müssen und regionale Produkte sind recht günstig. Durch die starke Inflation fließt der Wohlstand zu denen ab, die hartes Geld haben oder entsprechende Ausgleiche kriegen. Ja, und das Ganze, könnt ihr euch vorstellen, betrifft den einen oder anderen, aber die meisten Argentinier werden halt eben in Peso bezahlt. Manche arbeiten auch für die Regierung. Das heißt, dann werden sie auch noch nach Tabelle bezahlt. Und damit sind sie dann tatsächlich auch die größten Verlierer in so einem, ja, hyperinflationären Umfeld. Wenn man Dollars, Euros oder brasilianische Real wechseln möchte, kann man das quasi überall tun, weil sich die Leute um Devisen reißen. Allerdings muss man natürlich auf den aktuellen Kurs achten. Und es gibt auch nicht nur einen Wechselkurs, sondern es gibt mehrere. Man muss ja auf jeden Fall darauf achten, nicht vom Gegenüber übervorteilt zu werden. Obwohl die Literpreise bald nicht mehr auf die Tankanzeige passen, stören sich die Leute nicht sonderlich am Elefanten im Raum. Die Inflation ist ganz normaler Wahnsinn geworden, ewig lange an der Kasse die Bündel zu zählen, wobei die größte Note 1000 Peso im Gegenwert von ungefähr einem Euro 30, beziehungsweise seit kurzem gibt es auch eine 2000 Peso-Note, das heißt, die ist so ungefähr 2,60 Euro wert. Und die Werte, die ändern sich schnell und stetig. Erst vor kurzem wurde die neue 10.000 und 20.000 Peso-Note angekündigt.
Ja, in Buenos Aires gibt es sehr viele Staatsangestellte, das merkt man auch. Die öffentlichen Plätze sind sehr sauber. Es gibt da wirklich sehr, sehr viele Gärtner, die da auch arbeiten, zu allen möglichen Zeiten. Der Rasen ist auch super erhalten, super grün, wirklich sehr gut. Für eine Stadt in der Größenordnung in Lateinamerika ist sie wirklich sehr sauber, aber es liegen immer sehr viele Obdachlose in den topgepflegten Parks drin. Es ist geradezu grotesk. Ja, wenn man das sieht, wenn man da morgens durchgeht und die alle noch schlafen, hat schon wirklich eine sehr komische Note. Die Bevölkerung ist politisch ansonsten, ja, gespalten, wie eigentlich überall, tendiert aber generell schon eher Richtung links, wie ich finde. Das häufigste ist aber auch hier natürlich Desinteresse. Ansonsten noch eine kleine persönliche Randnotiz. Ich finde es sehr erschreckend, wie viele Leute hier tätowiert sind. Das könnte tatsächlich in den Weltranglisten eine der höchsten Bevölkerungsquoten überhaupt sein. Um jetzt mal zum zentralen Thema zu kommen, was Milei jetzt alles gemacht hat. Ich muss fairerweise dazu sagen, ich lese nicht so viel Zeitung, weil es mich einfach nicht sonderlich interessiert, sondern ich spreche dann eher mit Argentiniern vor Ort und auch, ja, ich sag mal, Based Argentiniern, Libertären, Bitcoin-Argentiniern. Ja, wir haben so eine eigene Gruppe und dort frage ich dann immer gezielt die Locals, damit die mir sagen können, ja, das stimmt oder nein, das stimmt eher nicht. Und deren Meinung ist eigentlich relativ ernüchternd. Ja, sie sagen, okay, der Milei, der hat eine Wahlzettelreform gemacht, die wohl Geld spart. Ja, es gibt jetzt weniger Wahlzettel, die quasi ausgefüllt werden müssen, alles auf einen Zettel quasi. Ansonsten gab es die Headline, dass es jetzt mehr Vertragsfreiheit gibt, nämlich darf man nun ja mit der Währung der Wahl Verträge machen, was wohl vorher in dem Ausmaß nicht erlaubt war. Und zwar gilt es in diesem Fall für Bitcoin oder andere Kryptowährungen. Man darf nun auch Verträge damit machen, was vorher eben nicht erlaubt war. Ja, in Deutschland ist es eigentlich relativ bekannt, ja, dass es geht. Also jedes Unternehmen darf das so akzeptieren, außer es gibt da irgendwelche Ausnahmeregelungen. Aber wenn du jetzt einfach in so einen kleinen Kiosk hast oder so, dann darfst du da halt Bitcoin nehmen. Wenn euch das Video übrigens bis hierher gefallen hat, denkt daran, ja, ihr könnt auch mir Spenden per Lightning zukommen lassen. Natürlich nur, solange es gesetzlich noch erlaubt ist. Alles andere, ja, das würde ja überhaupt nicht gehen. Das wäre sehr nett von euch. Ansonsten hat Milei probiert, über die Ausrufung eines Notstandes, auch DNU genannt, viele Mietarbeitsgesetze und anderen Müll abzuschaffen, was vom Parlament blockiert wurde. Seine Partei hat dort nämlich keine Mehrheit und ist logischerweise sehr unbeliebt. Das Geheul ist aber nicht nur im Parlament riesengroß, sondern auch in der allgemeinen Bevölkerung, obwohl noch quasi nichts passiert ist. Es gibt haufenweise Demos, ich bin auch mehrfach an sowas vorbeigekommen. Natürlich wäre das Ganze gut, wenn Milei diesen Notstand ausruft und sich meinetwegen auch zum Alleinherrscher erhebt sozusagen, weil er diesen Müll dann eben abschaffen würde. Und das ist das Einzige, was zählt. Ob das demokratisch ist oder nicht, ist eigentlich vollkommen irrelevant. Ja, so viel dazu. Aber die Argentinier sind tatsächlich auch relativ berühmt dafür, wegen allem möglichen Kram zu demonstrieren und irgendwelche Aufstände zu machen und so weiter. Das war auch schon immer so und ja, ist jetzt nicht sonderlich Neues, aber Milei ist natürlich schon jemand, der sich extrem unbeliebt macht bei diesen ganzen Gewerkschaften und so weiter und so fort, wobei er natürlich trotzdem im Recht ist am Ende des Tages. Ja, des Weiteren gab es auch einen kurzen argentinischen Zeitungsartikel, der schrieb, Milei habe ein paar Reformen im Mietmarkt durchbekommen tatsächlich, die zu sehr viel mehr Mietangebot und einem niedrigeren Durchschnittspreis geführt haben. Mir haben aber Argentinier gesagt, dass diese Effekte nicht bemerkbar sind. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe jetzt tatsächlich auch schon von anderen Stellen gehört, dass es hier als Tourist oder als Ausländer sehr kompliziert ist, eine Wohnung zu mieten. Es gibt wohl öfters Fälle, wo einfach ja, vorher Verträge unterschrieben waren, ohne dass eine Wohnung jemals besichtigt wurde, einfach weil das gang und gäbe sei. Und da werden natürlich auch oft Leute über den Tisch gezogen. Ja? Dann gehört die Wohnung demjenigen gar nicht, der sie inseriert hat. Oder die Wohnung ist ganz anders als beschrieben und so weiter. Ja, ihr könnt euch vorstellen, zu welch komischen Dingen das führt. Einfach weil das so überladen mit irgendeinem Papierkram ist und weil es da einfach allerhand Einschränkungen gibt, wer was wo wie vermieten darf. Aber um nochmal auf das Thema mit diesen Mietreformen von Milei zu kommen, dieser Artikel, ja, der da so ein bisschen durch die Bitcoiner Twitter-Bubble gegangen ist, dieser Artikel ist aus der Zeitung El Cronista. Und diese Zeitung gehörte mal einem der reichsten Argentinier, nämlich dem guten Eduardo Ohrnekian. Und im Internet steht zwar, dass er es 2021 an die Grupo America verkauft hat, also das Blatt, aber er wird wohl entweder noch Anteile haben oder anderweitig seine Interessen dort vertreten lassen. Eventuell ist es auch seine Unternehmensgruppe, das weiß ich nicht genau. Aber die Leute, die vor rund einem Monat mein vorheriges Video zu Milei gesehen haben, wissen vielleicht noch, dass Milei vor seiner politischen Laufbahn für eben diesen Ernardo gearbeitet hat. Und dieser Mann als sein quasi größer
Sponsor bekannt ist und ihm quasi die politische Laufbahn erst ermöglicht hat. Und das finde ich persönlich sehr interessant und habe auch noch nicht gehört, dass das mal irgendwer hervorgehoben hat, ja, dass es da einen potenziellen Interessenkonflikt geben könnte zwischen der Zeitung El Cronista, die halt da eben doch schon immer sehr positiv über Millet berichtet, auch wenn der teilweise vielleicht noch gar nichts Gutes vollbracht hat. Und ja, gerne würde ich was anderes erzählen, nämlich dass seine Reformen durchkamen und zu Erfolg führten, aber ja, dass es nur PR ist, erscheint mir jetzt zurzeit näher an der Wahrheit in diesem speziellen Fall. Die deutsche Schmutzpresse hat natürlich auch einigen Blödsinn berichtet, zum Beispiel, dass Millet den Peso willentlich um 50% abgewertet hat, was nicht stimmt. Er hat lediglich den offiziellen Wechselkurs wieder sehr viel näher an die reale Schwarzmarktrate, den Dollar Blue, angenähert. Es gibt nämlich sehr viele verschiedene Wechselkurse in Argentinien. Ja, es gibt einen Dollar Turista, es gibt einen Dollar Blue, was eher die echte Rate ist, dann gibt es einen Dollar Official und so weiter, da gibt es allerhand Krams. Und ja, es war auch eine Zeit lang so, dass Politiker zum besten Kurs wechseln konnten auf beiden Seiten und Touristen halt nur zum einseitigen Kurs ihre wertvollen Devisen in den schlechten Peso-Kurs tauschen konnten und so weiter und andere komische Dinge. Diese Abwertung hat für die meisten Leute aber in der Realität eigentlich keine Relevanz. Nur für mich jetzt als Tourist war es ganz gut, denn am Airport muss ich am Anfang halt etwas Geld tauschen und jetzt ist die Rate nicht mehr ganz so furchtbar wie vorher, sie ist aber immer noch ziemlich furchtbar, denn in Argentinien ja, ist das irgendwie monopolisiert, also da habe ich nur eine einzige Wechselstube gesehen am Flughafen, was eigentlich schon ziemlich, ja, ich sag mal, ungewöhnlich ist, vor allem für einen Flughafen, der auch so groß ist. Es kann aber auch sein, dass ich zu dumm war, um da die anderen Anbieter zu finden. Keine Ahnung. Ansonsten gibt es natürlich auch noch so Experten, die dann sagen, ja, mit dem Millet, schau es dir an in Argentinien, die Inflation hat neue Höchststände erreicht, zumindest von der monatlichen Änderung her. Das ist nicht unbedingt falsch, nur liegt es nicht daran, dass der Millet selber so ein Riesenfan der Druckerpresse ist, was ja erwiesenermaßen schon mal falsch ist, sondern es liegt daran, wie Inflation funktioniert. Denn wenn die erst einmal im Gang ist, lässt sie sich nicht so einfach stoppen. Gibt da den klassischen Vergleich, dass Inflation wie eine Ketchupflasche ist. Man druckt Geld und hat erstmal keine Inflation, ja? Also werden die Regierungen mutiger, weil, ja, ist ja geil, wenn du einfach Ausgaben fahren kannst, ohne da irgendeinen Preis für zu bezahlen. Ja, du druckst mehr und dann kommt es herausgequollen. Und auch wenn der Drucker schon aus ist, ja, geht das Ganze erstmal noch ein bisschen weiter, weil eben in der Tube noch was drin ist. Und dem entgegenzuwirken, ist überhaupt nicht einfach. Man muss erstmal den Haushalt wieder in den Griff bekommen, was er meiner Meinung nach auf jeden Fall probiert. Ja, also nicht nur ein bisschen, sondern er ist wirklich ambitioniert dabei. Und für Libertäre bedeutet das, den Haushalt in den Griff zu bekommen, übersetzt, ja, die Staatsausgaben müssen runter. Ja, und das ist gesellschaftlich immer recht schwierig, weil die Leute sind ja quasi abhängig von diesen ganzen Subventionen und was weiß ich. Ja, wir kennen es ja aus Deutschland zu gut, ja, wo das Bürgergeld ja nicht mal ein bisschen sanktioniert werden kann, ohne dass da schon das ganze Gebrüll losgeht von der Aushöhlung des Sozialstaates oder was auch immer, was ja auch based wäre. Und ja, so eine Situation in den Griff zu bekommen, da muss man Wechselkurse wieder auf Marktkurse anpassen, das ist schmerzhaft, man muss in der Zentralbank richtige Werte hinterlegen, man muss eine Währungsreform machen, wo wirklich was hinter ist, dann halt eben mit irgendwelchen Realwerten oder was auch immer, sowas in der Art. Und ja, ich finde, der Kurs von Kapitän Millet könnte schlechter sein. Es ist immerhin ein großes Schiff und eine sehr raue See. Millet hat ziemlich viel versucht, aber relativ wenig geschafft, was nicht daran liegt, dass er ja, keine Ambition hatte, das zu tun, sondern einfach, weil er im Parlament massiv blockiert wird, weil die Bevölkerung das größtenteils nicht gut findet. Aber ich persönlich finde nicht, dass man ihm da unterstellen kann, ja, es nicht versucht zu haben oder irgendwie gekauft zu sein, irgendwie installiert worden zu sein oder irgendwas in der Art, sondern dass tatsächlich der Wille da war, aber ja, es halt eben nicht durchkam, weil viele Leute das Ganze blockiert haben. Es gab natürlich auch die Leute, die kurz nach Amtseintritt bereits gesagt haben, ja, der ist doch eh irgendwie gekauft und was weiß ich und wir sehen es doch hier. Am ersten Tag hat er nicht die Zentralbank abgeschafft, aber ich finde, das ist ein bisschen unfair, weil solche Prozesse halt eben in einem demokratischen System jedenfalls ja, recht zeit- und aufwandsintensiv sind und nicht von heute auf morgen gehen. Ja, jeder Libertäre wird es wissen. Ja, in demokratischen Systemen Änderungen durchzubekommen ist sehr schwierig, vor allem positive Änderungen. Deshalb sollte man sich darüber an der Stelle nicht wundern. Meiner Meinung nach hat er aber in seiner Arbeit wirklich, ja, bewiesen, dass er die richtigen, das heißt die kapitalistischen Intentionen hat, das Land positiv
Markt zu verändern, ja, mit marktradikalen Reformen. Von den Reformen, die durchgekommen sind, finde ich es eben besonders wichtig, dass man in Argentinien jetzt mehr Vertragsfreiheit hat und eben Verträge in Bitcoin abschließen kann. Das heißt nicht, dass besonders viele Leute nutzen werden. Also das ist hier nicht viel anders als in Deutschland. Die Leute haben größtenteils davon keine Ahnung, obwohl ja hier die Inflation so stark ist und sie dann den ganzen Tag diese 1000-Peso-Bündel abzählen müssen, ja, wovon eine Note ungefähr den Gegenwert von einem Euro hat. Ja, ihr könnt euch das vorstellen, bei größeren baren Transaktionen. Und wenn man keine Geldzählmaschine hat, ja, kann das Ganze ziemlich nervig werden. Vor allem gibt es auch noch falsche Peso-Noten, ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Das, denke ich, ist eine gute Sache, auch wenn es jetzt noch nicht viel genutzt wird. Aber die Weichen sind da schon mal gestellt, dass da in der Zukunft die ein oder andere Action möglich sein könnte. Und ja, ansonsten hier mit der Community, die Bitcoin-Community ist wirklich nicht besonders groß. Also selbst in Buenos Aires, der Hauptstadt, gibt es keine regelmäßigen Treffen, was natürlich auch bis zu einem gewissen Grad der lateinamerikanischen Mentalität entspricht. Folgt der SS. Der SS nicht. In Deutschland ist das anders. In Deutschland ist man halt organisierter und in Deutschland gibt es auch generell eine Vereinskultur, also auch bei Sportarten, aber auch bei so Interessengruppen. Und in Deutschland haben wir halt ja die 21 Meetups und wir haben ja in über 100 Städten regelmäßige Bitcoin-Treffs. Ja, das muss man sich mal überlegen, selbst in kleinen Städten. Und hier in der Hauptstadt, wo mehrere Millionen wohnen, kriegen sie es nicht hin, einen regelmäßigen Treff zu machen. Das ist, denke ich mal, ein Punkt für die Deutschen an der Stelle. Und ja, es gibt bestimmt auch einen Treff in deiner Nähe, wenn du in Deutschland wohnst. Also schau da auf jeden Fall rein. Die 21 Treffs sind ziemlich cool. Und ja, ich bin mal gespannt, was es hier in Argentinien demnächst noch an News gibt. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn irgendwelche spannenden Dinge passieren. Bis jetzt, ja, war es eher nicht so viel. Es wurde manches versucht, aber wie gesagt, es kam nicht viel durch. Das ist mit Bitcoin ist relativ interessant. Lasst mir gerne noch ein Feedback da, einmal zum Inhalt des Videos und dann aber auch zur Videoqualität, denn wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, filme ich das Ganze diesmal nicht mit meinem Handy, sondern mit einer GoPro, die mir der liebe Arvod geschenkt hat. Ja, vielen Dank nochmal an dich an der Stelle. Und ja, für mich im Schnittprogramm sieht es jetzt erstmal so aus, dass das Ganze besser aussieht als auf dem Handy. Aber lasst mir da gerne nochmal euer Feedback da. Ja, auch zu den Farben und zum Winkel und was weiß ich nicht alles. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne noch Spenden per Lightning rausschicken. Ja, das wäre auf jeden Fall super nett von euch. Denn wie ihr wisst, ich bin nicht monetarisiert. Ich mache das Ganze hobbymäßig. Und ja, es ist halt Aufwand, es kostet halt alles Geld, also es wäre halt sehr nett von euch und auch nicht monetäre Anerkennung, Videos teilen, pushen in irgendeiner Form, euren Freunden schicken, liken und so weiter, ihr wisst Bescheid, das wäre alles sehr nett. Es freut mich, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich erstmal sagen, hasta luego Leute, bis zum nächsten Video, ciao. Es könnte sein, dass ich euch da draußen weiter auf den Sack gehe in irgendeiner Form.